Stani zu dem Grillis am Start, heute mit einem neuen Video. Und zwar heute gibt es einige sehr interessante Informationen zu dem neuen großen Fortnite-Event, welches in wenigen Tagen bevorstehen wird. Nämlich bei dem Event handelt es sich um nichts Geringeres als Halloween, die Fortnite-Mares, welche nur einmal im Jahr stattfinden. Und sie sind fast so wichtig, genauso wie Weihnachten, nämlich eins der größten Events überhaupt. Und da wird es richtig krasse Änderungen in Fortnite geben. Wie unter anderem, es soll laut Insidern der OG, also der lila Skull Trooper und der lila Ghoul Trooper, wieder zurück in Fortnite reinkommen. Zurückkommen wird auch zu einer 99%igen Wahrscheinlichkeit der Midas-Boss in einer komplett neuen Variante. Gibt es auch schon die ersten Bilder dazu. Und es gibt weitere wirklich sehr, sehr geisteskranke Änderungen, die Fortnite hier geplant hat. Leute, alles in diesem Video, falls ihr noch auf dem Kanal seid. Lasst gerne ein kostenloses Abo da, Ehrenmänner dran im Itemshop. Als Support a Creator Stani ein. Nehmt euch die Zeit, Leute, dauert 2 Sekunden. Und hilft wirklich ungemein, würde ich mich sehr drüber freuen. Dann in den letzten Stunden gerade brandneu aufgetaucht, ein neuer Domination LTM. LTMs, muss ich sagen, ist diese Season eigentlich wieder ein bisschen mager. Nicht so krasse LTMs, aber hier wird ein komplett neuer LTM geleakt worden ist, und zwar Domination. Das heißt, es ist ein Stellungsspiel, man muss verschiedene Plattformen einnehmen und wie diese... Oh, Iron Man. Wie diese Plattform aussehen, werde ich euch auch mal einblenden. Nämlich eine ganz coole Geschichte. Bei dieser Plattform sieht man nämlich auch, dass das gute alte Jump Pad wieder zurückkommen wird. Werde ich mich sehr darüber freuen. Es sind verschiedene Bases, die man in diesen Spielmodus einnehmen kann. Und ich glaube, das ist, ja, klingt ganz interessant, der Modus. Muss man gucken, wie er dann im Endeffekt umgesetzt wird. Habt ihr schon mal den ersten Einblick davon bekommen? Modus wird auf jeden Fall, bin ich mir eigentlich zu hoher Wahrscheinlichkeit sicher, diese Season noch kommen. Das war es aber nicht gewesen. Und zwar, es gibt gerade in Fortnite noch einer. So. Kurzen Prozess mit dir gemacht. Da lasse ich dich gerade fackeln hier. Es gibt gerade einen sehr extremen Fehler, und zwar, ihr könnt eine Waffe verlieren. Eine Waffe aus eurem Inventar, die wird einfach rausgelöscht. Unter anderem in Battle Royale ist es jetzt natürlich nicht ganz so schlimm. Wenn ihr jetzt so zum Beispiel eine goldene Scar dabei habt, könnte es passieren, dass die goldene Scar einfach entfernt wird. Aber in Rette die Welt, wo Waffen ja wirklich richtig wertvoll sind und wo man vielleicht eine Waffe extrem aufgelevelt hat, und wenn diese Waffe einmal weg ist, ist das relativ schwierig. Da hat nämlich Fortnite gerade getweetet, und zwar... Wenn ihr das Wolverine-Emote benutzt, das kann auch in einer ganz normalen Battle-Royale-Runde passieren, könnte es sein, dass einfach aus eurem Inventar eine Waffe entfernt wird. Und deswegen, Leute, das Wolverine-Emote solltet ihr lieber nicht nutzen. Fortnite ist dran, den Fehler zu beheben. Wird, denke ich mal, in den nächsten Tagen soweit sein. Dann werden sich viele fragen, wird diese Woche ein neues Update kommen? Aktuell, Leute, muss man sagen, sieht es sehr, sehr schlecht mit dem Update aus. Es gab hier noch keine offizielle Ankündigung, und auf den Testservern gab es auch noch keine Veränderungen, die jetzt auf ein neues Update hingewiesen hätten. Also Leute, das kann, also ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass wir jetzt 3 Wochen auf ein Update warten. Also der Zyklus war ja aktuell alle 2 Wochen neues Update. Würde mich stark wundern, aber eventuell etwas verzögert. Vielleicht gibt es Probleme mit dem Update Mittwoch, Donnerstag. Müssen wir jetzt hier leider anvisieren. Kann man nichts machen. Dann der Helicarrier hatten wir uns in den letzten Tagen auch schon angeguckt. Ist ja auch ein Event, was auch in den nächsten Tagen stattfinden wird. Und zwar, der Helicarrier wird über Tony Stark fliegen. Das ist eigentlich schon bekannt und habe ich euch auch schon gezeigt. Und das wird aber was Besonderes haben. Und zwar auf dem Helicarrier wird es komplett neue Handlanger geben, die so in Fortnite noch nicht drin sind. Und es wird auch neue Kisten geben, die man dann auf diesem Helicarrier finden wird. Und so wie es aussieht, wird es dort auch einen Boss geben,
Weil ja, wir wissen es, Leute, auf dem Helicarrier ist aktuell auch eine Tresor zu finden. Und dass man in dem Tresor halt sehr, sehr seltene Sachen findet. Bin ich schon sehr drauf gespannt, wann das Teil losfliegen wird und irgendwann auf Helama ist natürlich auch wieder in dieser Runde Verlass. Das gefällt mir natürlich richtig gut. Müssen wir abwarten. Dann die Fortnite-Mares. Was wird es alles Neues geben? Und zwar der Pumpkin Rocket Launcher. Los gerade, Alter. Herr Lama, der Irrmann. Blubkopf ist unten und Herr Lama, der Irrmann, wartet auf uns. Kann er machen? Ah. Das ist natürlich doof, sich da in eine Box zu setzen, wo ich der King of the Ring bin. So, jetzt müssen wir den Typen hier. Blubkopf, der da auf uns wartet, den werde ich jetzt eine kleine Überraschung bringen, Leute. Pass mal auf, was war den? Für den habe ich was ganz Besonderes. Beruhig dich, Blubikopf. Bye, bye! So. Situation geregelt. Und zwar Halloween wird es den Pumpkin Launcher wieder geben. Kennen wir ja bereits schon alle. Das ist dieser Raketenwerfer mit den lustigen Halloween-Köpfen, der auch sehr, sehr coole Geräusche macht. Wird auch dieses Jahr wieder verfügbar sein zu Halloween. Beziehungsweise über Halloween. Ich denke mal, das Event wird ungefähr wieder 2 Wochen gehen. Freue ich mich schon sehr drauf. Oha! Bro, der ist mit Speedtech unterwegs. Auch hier kannst du Helama klauen, ne? Denkst mir auch, du kannst Helama klauen. Aber nicht mit mir, Kollege Schnellschuldiger. Nicht mit mir. Dankeschön für Speis und Trank. Dann wird es neue Fortnite-Dekorationen geben. Wir wissen ja immer, die Fortnite-Karte zu Halloween passiert meist immer, dass Zombies kommen und dass die Fortnite-Karte so ein bisschen in Nebel gehüllt wird. Das wird wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder sein, dass sich das Wetter ein bisschen ändert, aber man geht davon aus, dass dieses Jahr keine Zombies geben wird, weil eigentlich, wir haben sehr, sehr viele KI auf der Karte. Also wir haben sehr, sehr viele Bots bereits. Ich dachte zuerst, das ist ein Bot, Digga. Bro, ich habe jetzt keinen Bock, mich da hochzubauen. Ich bin viel zu fett dafür, Digga. Low Ground Warrior Skill macht das natürlich von unten. Irgendwie muss ich den Kollegen runterholen. Ah, aber mäßig. Nee, hallo! Der größte Bot, den ich kenne in diesem Game, Junge. Da denkt er, kann mir die Helikopter klauen. Ich glaube, ich spinne. Das noch Herr Lama miterlebt. Und dann, das ist jetzt in den letzten Stunden gerade aktualisiert worden. Und zwar, Midas wurde wieder in den Datenfiles hinzugefügt. Und zwar, wir erinnern uns, Leute, es wird einen neuen Midas geben. Und zwar, es gibt ja ein neues Joker-Pack, welches wir im November erhalten werden. Und da sehen wir Roboter Midas. Und Roboter Midas wird ein neuer Skin werden, den wir uns in diesem Pack kaufen können. Und jetzt geht man davon aus, dass Midas auch zu den Fortnite-Mares, zu Halloween, zurück ins Spiel reinkommen wird, als neuer Boss. Er wird wahrscheinlich die goldene Scar dabei haben, wird 100 Lebenspunkte
haben und wird 350 Schild haben. Also er wird wieder ein Boss sein, der ins Spiel reinkommt, nur über die Fortnite-Mares. Und um Midas herum werden Geisterhandlanger sein. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. Und diese Geisterhandlanger werden unter anderem den Pumpkin-Raketenwerfer haben, SMG und verschiedene Waffen. Ich werde euch mal hier die komplette Übersicht einblenden. Also sehr, sehr geisteskrank, was Fortnite hier geplant hat. Midas als neuer Boss wird zurückkommen, Leute. Wir wissen, Midas ist eine sehr, sehr wichtige Figur allgemein in der Fortnite-Story gewesen. Und das ist natürlich klar, dass Epic Games den probiert, hier irgendwie wieder reinzubringen. Und finde ich eine coole Sache, dass sie das irgendwie so über Halloween machen, um den hier back in the game reinzubringen. Das war es aber noch nicht gewesen mit den auch ihr beiden. Seid ganz lustig unterwegs, aber da habt ihr mit 100% Oh, oh, die haben wir gleich. Oh, da ist der erste Bot. Ey. Ich frage mich, seit wann Bots Auto fahren können. Das ist die Frage, die ich mir gerade echt gestellt habe. Also Midas hat aktuell auch eine Waffe, die er dabei trägt. Und zwar, das ist wie gesagt die goldene Scar. Könnte aber sich auch dabei um einen Platzhalter handeln. Und Midas bringt sogar für die Zeit der Fortnite-Mares eine neue Waffe rein. Was ich aber krass finde, dass die Ghost-Handlanger, also diese neuen Geister, eine Dings haben, Leute. Dass sie wirklich Geister sind und den Pumpkin-Raketenwerfer, also dass sie mit Raketenwerfer bewaffnet sind. Komplett geisteskrank. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie das wirkt, wird. Da können wir aber uns schon mal sehr krass drauf vorbereiten. Dann wird es auf jeden Fall neue Halloween-Skins geben und wahrscheinlich neue Customization-Halloween-Skins. Also Halloween-Skins, die man dann noch selbst erstellen kann und selbst irgendwie editieren kann. Das wurde zumindest auch so in den Datenfiles gefunden. Und jetzt kam für mich eigentlich die krasseste Überraschung überhaupt. Und zwar ein Leaker. Leute, ich kann leider hier den Wahrheitsgehalt nicht so krass wiedergeben. Aber der Typ hatte schon mal mit einer Sache recht gehabt, die er in der Vergangenheit gepostet hat und wo er auch Insider-Informationen hatte. Und zwar die Insider-Informationen lauten, dass der OG Skull und OG Ghoul Trooper verfügbar sein werden. Und dieses Jahr, also dass quasi die Leute ein Jahr lang die Exclusive-Variant hatten. Die OG-Variante. Bro, das ist doch hier Trick 17, Digga. Erstmal alles schön verändern hier. Und dann geht's ab, Alter. Bin ich gespannt. Also, dass quasi jetzt die Leute das ein Jahr lang die OGs-Variant hätten. Und die Leute es jetzt nachkriegen als Variante, beziehungsweise es nachkaufbar sein wird. Also, ob das jetzt, wie das jetzt sein wird, ob das stimmt, Leute, kann ich nicht sagen, aber viele fragen auch, wird der Ghoul Trooper und der Skull Trooper wieder im Item Shop drinne sein? Ich glaube ja, weil das natürlich ein Kassenschlager auch von Epic Games bzw. von Fortnite immer gewesen ist. Den Skin haben sehr viele Leute sich geholt. Und wieso sollte er dieses Jahr nicht reinkommen? Ihr wisst, ich war ja letztes Jahr über Halloween in LA gewesen. Mir fehlen auch noch ein, zwei Skins, die ich mir nachkaufen muss. Unter anderem die Fußball-Zombies. Ich denke mal, die wird es auch wieder geben. Ich hoffe es zumindest, dass es die wieder geben wird. Weil dann fehlen mir overall, glaube ich, nur noch 3, 4 Skins in Fortnite. Dann habe ich wirklich alle durchgekauft. Dann habe ich Fortnite dreimal durchgespielt.
Bin ich gespannt. Ich freue mich unnormal auf die Fortnite-Mares. Wird, denke ich mal, oder bin ich mir... Was hat der sich denn da gebaut, Alter? Luxushotel oder was? Bin ich mir eigentlich sicher? Was macht der da? Sein Kollege will jetzt hochkommen oder was? Aber Bro, aber nicht mit mir, Alter. Ah, wenn du Welle machen willst, dann komme ich einfach. Ah, wo bist du? Bro, der hat seinen Kollegen geholfen, dass die Scar auch mal wieder... Bro, er schießt mit Revolver. Was denkt er, wer er ist? Klingt auch mit Revolver, ist ja der Next Face-Clan-Member. So, wir bauen die Skybase. Der muss erstmal hier hochkommen, muss ja mal alles hier runterschießen. Bevor er hier Ärger machen will, ja? Das kann er einmal komplett vergessen. Zone kommt auch. Komm, ich könnte ihn ja mal probieren, mit einem Splashy abzuwerfen. Das wäre bestimmt ganz lustig. So als Wiedergutmachung. Hey! Bro, beruhig dich doch mal. Ich supporte dich doch. Hier, nimm das. Hat er nicht gesehen, ne? Vielleicht könnten wir uns mit dem anfreunden. Das wäre natürlich eine schöne Sache hier. Übrigens, by the way, Leute, den Skin hatte ich ja auch nicht gehabt. Der kam auch letztes Jahr LA raus. Oha! Okay, okay, beruhig dich. Er ist auf einmal der beste Revolverschütze, den ich kenne, oder was? Nimm doch einfach meine Tränke auf, anstatt hier... Kurz die Loot-Show. Ich muss mir ja kurz die Respektschelle zurückgeben. Ich würde gerne mit dem mich noch ein bisschen anfreunden. Weil ich glaube, Leute, die Beste kriegen wir heute leider nicht gebändigt. Nicht mal Standard-Skill kriegt das hin. Runter mit dir. Ich zock das Game jetzt schon 3 Jahre und bin wirklich immer noch lost. Ja. Am ersten Tag, ey. So, 600 Mets haben wir noch. Und jetzt hat er sich hier sein Sendemast ausgesucht. Bro! Nein, ich wollte ihn gar nicht killen. Shit. Ich wollte eigentlich Dings machen, Leute. Ich wollte ihn auf White hauen, aber er war schon down gewesen. Schade, Marmelade. Ah, Leute. 19 Kills sogar. Oh, stabile Round, würde ich mal sagen. Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich freue mich auf die nächsten Updates in Fortnite. Ich werde hier auf den Laufenden gehalten. Das ist kostenlos Abo da. Stani eintragen. Tschüss mit Öl.